Willkommen zurück zu Minecraft Pocket Edition. Und ich habe natürlich wieder, ich hatte, das war gerade, ich muss direkt aufnehmen, weil ich nämlich blitzschnell hatte ich wieder die Idee, wie man nochmal einen Kompass craftet. Das machen wir jetzt mal auch eben direkt. Hier müssen wir hin. Nämlich, wie viel Eisen haben wir? Haben wir genug Eisen? Ich muss jetzt mal gucken, ob wir genug Eisen haben. Müssten wir ja, ne? Eins, zwei, ich glaube, vier reichen sogar schon. Dann. Jo, da können wir den Kompass, dann haben wir den direkt. Und dann gucken wir mal eben. Wo zeigt denn der Kompass hin überhaupt? Das ist halt das Problem. In der PC-Version, da konnte man dann hier halt schlafen gehen und da war dann direkt der Kompass-Spawn. Hier ist es irgendwie komplett anders. Das ist richtig komisch. Deswegen habe ich nicht, weil ich habe eine andere Map noch, die ich privat zocke, da habe ich mich komplett verlaufen, weil das mit dem Kompass irgendwie nicht funktionierte. Das ist voll komisch. Warte mal. Ja, warte kurz, bis es Nacht ist. Weil ich möchte mich ja richtig tief in die Höhle mal graben, um Diamanten auch gut zu finden, ne? Die möchte ich nämlich unbedingt haben. Wie dieses Mal lacht hier. Ja, sehr gut. So. Aber der Kompass zeigt immer woanders hin. Ich weiß nicht warum. Theoretisch müsste der Kompass eigentlich, so ist es in der PC-Version jedenfalls, dann müsste der Kompass eigentlich dahin zeigen, wo ich das letzte Mal schlafen war. Dort ist ja eigentlich dann so mein neuer Spawn. Das ist hier ganz komisch gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, warum das hier nicht ist. Ich will eben schauen, wo der Kompass enden würde. Ups. Deswegen bringt mir so ein Kompass eigentlich gar nicht. Die Kompass sind hier voll für den Arsch in der Pocket Edition. Um ehrlich zu sein. Was weiß ich, wo der mich hinführt. Also den Kompass kannst du hier komplett vergessen, ehrlich gesagt. Der Kompass ist komplett für den Arsch. Hätte man sich also eigentlich sparen können. Verstehe ich nicht. Oh. Wenn das Holz hier noch so rumliegt, dann immer das mal. Dann scheinbar habe ich hier auf jeden Fall gewesen zu sein. Ich glaube, der Kompass führt uns einfach da zu unserem Spawn hin, wo wir am Anfang gespawnt sind, halt, als wir die Map gestartet haben. Was aber eigentlich voll bescheuert ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Wenn ich mich hier nicht jetzt schon verlaufen habe, aber eigentlich muss ich ja die Richtung nur zurück wieder laufen. Weiß ich, wo ich denn jetzt hier hinkomme? Nee, das fuckt echt so ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Aber wozu ist der Kompass dann gut? Der Kompass ist dann ja voll für den Arsch, halt. Mit dem kannst du ja hier gar nichts anfangen. Weil normalerweise ist der Kompass ja dafür, der damit man wieder zurückfindet zu seinem Zuhause, sag ich jetzt mal. Da brauchst du hier gar nicht drauf hoffen. Richtig behindert eigentlich, Alter. Eine ganz ohne Scheiße, ey. Ja, das muss ich echt sagen, auf Deutsch gesagt, ich finde das richtig scheiße. Richtig scheißende Dreck ist das. Weil ich würd mich gern richtig tief in die Höhle graben. Was nützt mir das, wenn ich zwar einen Kompass habe, aber mit dem sowieso mich dann nicht nach Hause wieder zurückfinde? Das ist ja richtig ohne Sinn, Alter. Das ist übelst ohne Sinn. Das heißt, Tschüssikowski, dich braucht man nicht. Ja, was soll ich mit dem Redstone, den hätte ich mir sparen können. Ja gut, war wir das jetzt, das soll ja nicht ganz umsonst sein, deswegen tue ich den einfach mal irgendwo irgend so eine Behindertenkiste packen, da wo so Schrottteile reinkommen. Nee, das fuckt mich aber echt so ein bisschen ab, muss ich sagen. Warum, Alter? Ich verstehe den Sinn nicht. Hier, kommst du alleine hin, dich braucht keine Sau. Du bist unwichtig.
So, habe ich hier noch, ja, ein bisschen Kohle habe ich noch drin, dann packe ich mal eben das Gold da rein. Gut, Gold ist jetzt so eher ein ganz schön weiches Material, braucht man eigentlich nicht so dringend. Kram, den ich nicht brauche. Ich nehme mal hier noch ein bisschen Kohle, weil ich mir jetzt ein paar Fackeln machen möchte. Und das kommt da erstmal wieder rein hier. So. Das kommt hier auch rein. Ja, ein bisschen Redstone haben wir hier ein Glück noch. Aber trotzdem finde ich das echt so ein bisschen. Ich weiß nicht, es ergibt einfach keinen Sinn. Muss echt sagen. Weil ich kann das schon verstehen, dass Leute die Pocket Edition eher, dass da einige Leute die Pocket Edition eher scheiße finden, auf Deutsch gesagt. Kann ich wirklich, ist schon hart, aber das kann ich schon verstehen, um ehrlich zu sein. Weil ich meine, naja, man will ja hier wenigstens irgendwie was richtig machen. Aber. Ich meine, bauen und so, das macht alles super Spaß und so, aber sowas wie mit dem Kompass oder so, das kannst du vergessen. So, und dann machen wir jetzt hier die Fackel. So, ich glaube, Fackeln dürften wir jetzt reichlich haben. Boah, yo. Mehr als genug. Damit wir nämlich später trotzdem noch in die Höhle reingehen. Das mit dem Kompass fuckt mich ab, Alter, ohne Scheiß. Upsa. Tatsache, im Inventar zeige ich dann auch irgendwann. Ich verstehe das nicht. Ich meine, der Kompass ist ja voll behindert. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas zu bauen? So sehe ich jetzt hier eigentlich nichts, ne? Wir könnten unser Haus eben ein bisschen ausleuchten. So in jeder Ecke machen wir hier einfach mal so eine Fackel. Das dürfte ja reichen. Ich würde auch gerne mal auf Erkundungstour gehen. Was aber echt scheiße ist und worauf ich dann ehrlich gesagt auch keinen Bock habe, auf Erkundungstour zu gehen, wenn ich hier gar nicht mehr zurückfinde, ne? Weil normalerweise sollte das ja der Kompass erledigen, dass man wieder zurückfindet, aber wenn man das nicht kann, da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock auf eine Erkundungsreise. Und dann würde halt dadurch auch wieder das ganze Let's Play keinen Sinn ergeben. Und das würde dann dazu führen zum Let's Play-Abbruch. Sage ich jetzt mal so knallhart. Aber so ist es ja halt leider. Mir gefallen tut es ja auch nicht, aber. Pff. Ich hab ja keinen Bock hier irgendwie die ganze Zeit rumzuhängen, ne? Ich will ja gerne erkunden. Aber wenn ich da nicht zurückfinde, dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Spiellust mehr. Und das ist dann natürlich auch wieder doof. War ich hier eigentlich schon? Ne, hier war ich noch gar nicht, ne? War jetzt aber mit der Spitzhacke egal. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal eben kurz in die Höhle. Ich werde mal gucken, vielleicht finde ich irgendwie noch. Vielleicht kriege ich noch irgendwie ein bisschen was raus über das Thema. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Aber ist wieder dieser Scheiß. Ich hoffe, ich komme gleich wieder hoch. Ups. Oh fuck. Das ist nicht so gut. Na gut, ist eh scheißegal.
Weil die Map, die ist jetzt eigentlich sozusagen eh komplett für den Arsch. Ups. Ach komm, leck mich. Was gleich? Haben wir. Super. Ich brauche hier aber mal. So. Kommen wir auch wieder raus. Gehen wir mal da, da. Hauptsache. Gut. Fuck it. Wow. Ich habe hier so zwei von Erde. Erde One. In Taiwan. Ich mache jetzt hier einfach Stein, damit ich direkt weiß, ja, da ist Öl. So. Damit man da nicht so reinfällt. Weil da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger Lust. Damit meine Hecke nicht berührt wird, damit auch alles gerade und schön aussieht. Ja, das lassen wir noch gelten. Ja, das lassen wir nicht mehr gelten. Die gut gebrauchen, so ein Setzling. So. Jetzt werde ich das nochmal minimal mit dem Kompass einfach mal so ein bisschen. Das kann ja nicht sein. Weil normalerweise, wenn man halt so ins Bett schläft, das weiß eigentlich jeder Minecraft-Spieler, müsste der Kompass dorthin führen, wo ich auch wohne, ne? Ich meine, das hat damals auf dem PC, wo ich das gezockt habe, immer wunderbar geklappt. Hier scheint ich das noch wohl noch nicht so auf die Reihe gekriegt zu haben. Was eigentlich schade ist. Jetzt steh mal kurz auf. Der Kompass hängt immer noch irgendwo am Arsch der Welt. Ich werde mich da mal im Internet ein bisschen rüber informieren. Nee, weil die Kompassen brauche ich halt. Genauso wie diese Karte, die bringt hier, ehrlich gesagt, die Karte bringt hier in Minecraft Pocket Edition auch überhaupt gar nichts. Weil schön und gut, dass die Maps jetzt größer sind als damals noch in der Version 1 von Pocket Edition. Da hatte man ja diese Grenzen. Und auch schön, dass man hier bauen kann und alles Mögliche. Aber das Ding ist ja, ich würde auch gerne wieder zurückfinden, wenn ich eine Erkundungsreise mache. Weil ich nämlich nicht mehr zurückfinde, dann habe ich auch ganz schnell wieder keine Lust auf das Spiel. Weil dann fange ich wieder woanders neue Bauten an, dann will ich ja irgendwann wieder Erkundungsreise mal machen, in der Höhle oder sonst was. Dann finde ich es wieder nicht. Muss ich wieder von vorne irgendwie was Neues bauen? Ich würde einfach mal sagen, ich schaue mir das mal im Internet an, wenn gar nichts hilft. Machen wir eine Erkundungsreise ohne diesen behinderten Scheißkompass hier. Nur, ja, da wisst ihr dann erstmal Bescheid. Ich würde ja zum Beispiel auch gerne dieses Villager-Dorf suchen, weil hier auf jeden Fall ein Villager-Dorf in der Nähe sein muss. Wegen dem Villager-Zombie, den wir in. Boah, wann war das? Den wir vor kurzem hatten, vor ein paar Folgen. Der muss ja auch irgendwo sein. Okay, er hat mich lieb. Reite geschwind, mein Pferdchen. Ich kam gerade irgendwie vom Pferd nicht runter. Ich dachte gerade, ist das Spiel abgestürzt. Weil der Pferd hat sich nie bewegt, hat gar nicht mehr bewegt gerade hier. Na gut. Wir werden auf jeden Fall natürlich hier noch ein bisschen was bauen. Schaue ich mal, was ich hier noch so bauen könnte. Ihr könnt mir ja Ideen schreiben, was ich bauen könnte, noch eventuell so, ne?
Aber nicht sowas wie jetzt meine Wunschbauten, sondern einfach nur so Ideen halt irgendwelche, die ich dann halt irgendwie benutzen werde oder so. Ja, das mit dem Kompass, das ist jetzt so, das macht mich ein bisschen nachdenklich. Das merkt man vielleicht, glaube ich, auch. Deswegen würde ich sagen, ich beende die Folge auch fürs Erste, bis ich dann halt bei der nächsten Folge wieder ein bisschen motivierter bin. Der Kompass hat mich so unmotiviert. Aber ihr wisst Bescheid, was ich meine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin ganz schön dunkel, aber egal. So habe ich nämlich in einem Schnelldurchlauf zeige ich eben, wie ich das Problem mit dem Kompass geregelt habe.